Mein Name ist Evelyn Trauer. Ich bin hier im Orchester die zweite Geige. Ich sitze immer neben dem Stimmführer. Ich war 6 Jahre im Württembergischen Kammerorchester in Heilbronn und bin dann von dort, nachdem ich schwanger wurde, nach München gekommen, da mein Mann hier im Sinfonieorchester eine Stelle bekommen hat, und bin hier seit 1985. Also ich komme tatsächlich aus einer künstlerischen Familie. Meine Mutter war Balletttänzerin, Jüdin, und mein Vater, Hörfunkdirektor im Süddeutschen Rundfunk, hat die Schwetzinger Festspiele als künstlerischer Leiter geleitet. Und er hat mich mitgenommen zu vielen, vielen Konzerten. Ich glaube, ich war so 6 Jahre alt. Da hat er mich mitgenommen in ein Konzert mit Nathan Milstein und hat Mozart Arthur-Konzert gespielt. Und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Und da habe ich eigentlich beschlossen, Geige zu spielen. Also hier ist es wirklich sehr anders. Es erinnert mich ein bisschen an meine frühere Kammerorchesterzeit. Das war irgendwie die zweite Familie für mich. Und einfach dieser Zusammenhalt, und man fühlte sich ganz zugehörig. Und in den großen Orchestern, da sind viele Organisatoren und das ist ein großer Verwaltungsapparat. Und da ist es nicht ganz so. Jetzt hier im Jakobsplatzorchester ist es fast ein bisschen so wieder wie im Kammerorchester. Es ist meine bisschen Familie. Ja, also für mich sind die Highlights immer die Tourneen. War sehr schön in Amerika 2013. Da wächst das Orchester dann noch mal ganz besonders zusammen und man lernt die jüdische Gemeinde dort kennen. Aber das größte Highlight für mich war jetzt die Opernschule. Sprich, wir haben ja letztes Jahr mit ungefähr 120 Kindern eine Oper aufgeführt, Noahs Flut. Und diese Kinder konnten ja alle kein Instrument spielen und kamen aus teilweise auch sozial schwachen Familien. Und ich war dazu auserkoren, 4 kleine Geigenkinder zu unterrichten, ihnen das Geigen beizubringen und die Musik nahezubringen. Wir hatten ein Jahr Zeit dafür. Das war eine wirklich großartige Aufgabe, auch sehr anstrengend. Ich habe mir wirklich überlegt, wie ich das mache. Man kann eigentlich den Kindern nicht das so beibringen, wie man das beibringt, wenn sie Geige spielen wollen von Anfang. Ich habe sie gleich mit der Oper konfrontiert, mit den Rhythmen konfrontiert. Und wir hatten sehr viel Spaß und auch sehr viel Anstrengung. Aber dann, wie die Aufführung kam, war das für mich das Allerschönste, diese leuchtenden Kinderaugen zu sehen und ein Teil der Gemeinschaft zu sein und einfach dabei zu sein. Das war eine großartige Aufgabe und das war für mich einfach das Allerschönste.